Ich habe gerade eben ein Essay fertiggestellt und habe dann auch versucht, dieses Essay vorzulesen. Habe ich schon im Laufe der Jahre öfter mal probiert, Texte von mir auch dann eben vorzulesen. Und ich habe aber immer das Problem, dass mir das dann am Ende zu hölzern, zu trocken, ja, klingt irgendwie. Ich habe dann immer das Gefühl, das ist nicht lebendig, das ist nicht organisch, das ist nicht authentisch, wenn ich das vorlese. Das fühlt sich für mich immer so, ja, zu hölzern irgendwie an, ne? Und deswegen versuche ich jetzt einfach nochmal, ja, frei von der Leber weg hier in Videoform, das inhaltlich nochmal wiederzugeben, was ich da geschrieben habe, weil ich glaube, dass das für ziemlich viele von euch durchaus interessant sein kann inhaltlich. Es geht nämlich darum, ich habe versucht, in dem Essay zusammenzufassen und zu erklären, wie ich im Grunde schon seit vielen Jahren, von Jahr zu Jahr, immer ein bisschen reicher werde, sowohl im finanziellen Sinne als auch in so einem ganzheitlicheren Sinne, ohne mich dabei eben ja, kaputt zu machen, ne? Also wie werde ich kontinuierlich Jahr für Jahr ein bisschen reicher und bleib dabei gesund, ne? Falls du das Essay lesen möchtest in seiner Originalform eben, kannst du das tun im Telegram-Kanal der Sonnenwolf. Falls du es aber einfach eben, wie gesagt, frei von der Leber weghören möchtest, inhaltlich kommt jetzt einfach die aus der Hüfte geschossene Videoversion. Ich glaube, wichtig ist erstmal zu wissen, dass ich praktisch drei Berufe habe, ne? Also ich bin bei einer Bank angestellt, ich bin Autor, heißt, ich bekomme Tantiemen für meine Bücher und ich vermiete Wohnungen, ja? Also ich habe Mieteinnahmen. Und diese drei Einkommensquellen, naja, die ergänzen sich eben sehr schön, weil die auch ganz unterschiedlich, naja, was man dafür tun muss, ist ganz unterschiedlich, ne? Und dadurch ergänzt sich das ganz gut, ja? Und gleichwohl ist es aber natürlich auch in Summe sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und deswegen ist es natürlich die große Kunst, weil Arbeit halt immer so einen Ausgleich braucht, Anstrengung, ne? Konzentration, braucht immer einen Gegenpol, die Entspannung. Arbeit braucht ihren Ausgleich. Und deswegen ist es so ein, muss ich das auch über die Jahre erstmal lernen, da so eine gute Mitte zu finden, wie ich halt eben in Summe ein sehr großes Arbeitspensum bewältigen kann, ohne mich dabei aber kaputt zu machen. Weil wenn ich mich natürlich kaputt arbeiten würde, was ja durchaus in der Gesellschaft relativ häufig vorkommt, dass Leute sich entweder in einen Burnout arbeiten oder eben auch depressiv werden oder im schlimmsten Fall sogar Suizid begehen, weil sie eben so psychisch kaputt sind. Wenn du in sowas reinkommst, in eine Depression, in einen Burnout oder natürlich eben sogar in einen Suizid, dann ist es halt natürlich vorbei mit deinem Geschäftsmodell, mit deinem Reicherwerden, mit deinem kontinuierlichen Wachstum. Das heißt, du kannst natürlich nur Jahr für Jahr vorankommen und halt ein immer schöneres, volleres, reichereres Leben aufbauen, wenn du gesund bleibst. Vor allen Dingen psychisch auch gesund bleibst, ne? Das ist halt essentiell wichtig, ne? Sonst hat sich halt ganz schnell ausgespielt im Spiel des Lebens, ne? Und dieses Gesamtbild sozusagen, das versuche ich jetzt hier mal zu zeichnen, wie mir das halt eben jetzt schon, ja, seit vielen Jahren jetzt gelingt, dass ich eben sowohl finanziell Jahr für Jahr ein bisschen reicher werde, als auch mein Leben immer so ein bisschen schöner, voller, heller wird. Und das halt eben, ohne mich dabei kaputt zu machen, weil wenn ich mich schon kaputt gemacht hätte oder es jetzt tun würde, dann wird der Prozess natürlich nicht weitergehen, ne? Dann wird es ja eben nicht heller, schöner und reicher werden, das Leben, sondern dann wäre es halt eben dunkel, depressiv und scheiße, ne? So, und das ist so eine Balance, ne? Das ist eine Balance zwischen halt viel und produktiv arbeiten und auf der anderen Seite aber eben auch viel erholen, viel entspannen. Das bedingt sich halt gegenseitig, ne? Arbeit braucht immer ihren Ausgleich, ne? So. Okay, also ich habe diese drei Berufe, ne? Ich bin angestellt als Banker, verkaufe Bücher, ich kriege also Tantiemen für die Bücher und ich vermiete eigene Immobilien, habe also Mieteinnahmen. So. Und dann habe ich aber eben auch viele Sachen in meiner Freizeit, die eben dazu dienen, ja, mich einfach lebensfroh und glücklich und gesund zu halten. Ja, Sport, Motorradfahren, Wandern, in der Natur sein. Viele, viele Sachen, die mich eben mit Lebensfreude erfüllen, ne? Und was bringt dir finanzieller Reichtum, wenn du innerlich arm bist? Das bringt dir ja gar nichts, ne? Es geht ja immer darum,
ganzheitlich gesund reicher zu werden und eben dass dein Leben insgesamt wächst und gedeiht, sowohl im finanziellen, im materiellen, als auch eben im psychischen, im seelischen, im innerlichen, ja? So, und jetzt, wenn wir mal so ein bisschen das chronologisch vielleicht aufrollen, das Ganze, dann ist es so, ich bin mit 15 von zu Hause weggelaufen und habe dann kurz bevor ich 16 geworden bin, seitdem habe ich dann alleine gewohnt. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich keine Menschen mehr um mich hatte, sondern ich habe nicht mehr zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Und habe dann halt relativ früh gelernt, alleine irgendwie halt mich zu organisieren und klarzukommen und mein Leben eben mehr oder weniger geregelt zu kriegen. Und musste halt dann auch das erste Jahr mit sehr, sehr, sehr wenig Geld auskommen. Also meiner Erinnerung nach waren es 3,60 €, die ich pro Tag zur Verfügung hatte. Und ich habe dann so halt dadurch gelernt, eben, ja, mir das gut alles mit Geld gut umzugehen, mir das gut einzuteilen und so, ne? Musste ich zwangsläufig ja lernen, ne? Ja, und dann bin ich aber mit 17 zur Bundeswehr und habe dann halt auch relativ früh ein ganz vernünftiges Einkommen gehabt. War dann in 2010 auch ein halbes Jahr in Afghanistan, sodass ich dann auch diesen ganzen Auslandsverwendungszuschlag eben dann beiseite legen konnte, was mir dann eben als Startkapital später gedient hat, um dann eben viele Jahre später mein Immobilienportfolio aufzubauen. Ich habe am Ende von meiner Bundeswehrdienstzeit noch die Fachhochschulreife gemacht und dann so ein Trainee- und Studienprogramm zum Bankbetriebswirt gemacht und wurde dann nach diesem Studium als Immobilienfinanzierer direkt übernommen von der Bank, bei der ich gelernt habe quasi, ne? Und dann habe ich von 2017 bis 2022 dort gearbeitet und habe mir halt in der Zeit halt ein recht großes Immobilienportfolio aufgebaut. Und dadurch kam das halt, dass ich diese Mieteinnahmen mir eben erschlossen habe, ne? Und Immobilien zu vermieten ist halt eben, ist kein Allheilmittel, aber hat halt viele Vorteile. Du kannst halt eben mit dem Geld anderer Leute beziehungsweise mit dem Geld der Bank, was ja letztendlich frisch gedruckt wird, wenn du den Kredit aufnimmst. Damit kannst du halt dann ja, selber Geld verdienen quasi, ne? Also die Bank verdient Geld mit dir, weil du denen ja Zinsen zahlst für deine Kredite, aber du verdienst dann halt auch Geld mit diesem Kredit, ne? Also die Bank schafft Geld aus dem Nichts, weil wir hier in einem Fiat-Geldsystem leben, ne? Das Euro-System ist ein Fiat-Geldsystem, wie auch der Dollar und der Yen und so weiter. Da wird Geld aus dem Nichts gedruckt sozusagen. Aus dem Nichts geschaffen per Buchungssatz, ne, indem es halt auf deinem Konto gut geschrieben und dem Kreditkonto belastet wird. Dadurch entsteht, durch den Buchungssatz entsteht quasi dieses Geld aus dem Nichts. Und damit gehst du dann los, kaufst eben Immobilien, die dann halt eben vermietet werden. Das ist natürlich, klingt jetzt alles so schön einfach, aber in der Praxis ist das natürlich alles ganz, 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 ganz viel Arbeit, weil du kannst sagen, um eine Immobilie zu kaufen, guckst du dir vielleicht, sagen wir mal, 100 auf dem Papier an und besichtigst halt auch irgendwie 10 oder so, ne? Also super viel Arbeit, aber es lohnt sich halt, weil wenn du das erst einmal alles ins Rollen gebracht hast, dann hast du ja schon viel, viel, viel geschafft und dann ist es halt nur noch ein Verwalten, ein Pflegen, ein Erhalten. Und das ist dann längst nicht mehr so aufwendig, wie der Anfang halt, ne? Wie das in Gang zu bringen. So, und diese Phase des In-Gang-Bringens, die war bei mir so von 2017 bis 2019. In den Jahren habe ich eigentlich die ganzen Immobilien gekauft. Habe auch einmal so ein Sanierungsprojekt gemacht, eine Immobilie kernsaniert und dann direkt wieder verkauft. Das aber habe ich nur einmal gemacht, weil das halt einfach ja, sehr aufwendig und stressig auch war, ne? Und deswegen seitdem einfach nur ja, entspanntes, mehr oder weniger entspanntes Vermieten. Du hast ja manchmal auch irgendwie halt Mietnomaden und so. Manchmal ist das auch ein bisschen dramatisch alles. Aber unterm Strich ist es halt ein recht berechenbares, recht ruhiges Geschäftsmodell, was man halt super nebenbei machen kann, neben einer Anstellung, neben einem Hauptberuf sozusagen. Genau, und darüber habe ich auch mein erstes Buch geschrieben in 2019, von Barbar zum First. Und so ging das dann los, dass ich dann eben auch ja, Tantiemen für Buchverkäufe bekommen habe. Und das habe ich halt dann auch weiterentwickelt und immer weitere Bücher geschrieben. So hat sich das eben ergeben, dass ich diese drei Einkommensquellen habe. Die Bücher, die Wohnungen, die vermieteten Immobilien und eben mein Gehalt von der Bank. Von 2020, Entschuldigung, von 2022 bis 2023 habe ich ein Jahr Pause gemacht mit dem Banking. Ja, das kam auch, hatte verschiedene Gründe, brauche ich jetzt hier nicht ausrollen. Fakt ist, ich habe da ein Jahr Pause gemacht und quasi nur noch
an meiner Selbstständigkeit gearbeitet, auch mit dem Ballerbeutel, mit diesem Trainingssandsack und so. Das war auch alles cool, das ist auch alles gut. Es ist auch gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und das Ganze da gelernt habe und so. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, puh, ey, die ganze Woche lang nur mit mir selbst an meinem Schreibtisch zu sitzen, das ist nichts für mich. Ich habe irgendwann echt gemerkt, ich brauche wieder den Kundenkontakt, weil ich habe ja immer im Vertrieb gearbeitet bei der Bank als Immobilienfinanzierer und habe dann echt gemerkt, wie mir das halt fehlt, diesen im Alltag halt diesen Menschenkontakt zu haben. Ne? Und deswegen, also ich werde auch weiter sowas machen, irgendwas Vertriebliches, irgendwas, wo ich Kontakt habe zu Kunden, mit Menschen wirklich interagiere. Das werde ich auch machen, wenn die Immobilien alle abgezahlt sind und ich überhaupt also finanziell überhaupt gar nicht mehr arbeiten gehen müsste halt, ne? Werde ich damit trotzdem weitermachen, weil ich einfach gelernt habe, dass das für meine seelische Gesundheit, für mein Wohlbefinden sehr wichtig ist, immer diesen menschlichen Kontakt zu haben, ne? So, aber so hat sich über die Jahre dann eben dieses Gesamtbild ergeben, ne? Immer mehr Bücher geschrieben, die ganzen Immobilien, der Job bei der Bank, so diese drei Einkommensströme habe ich halt, ne? Und es ist halt so, dass diese ganze Arbeit, die ich ja Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr mache, die kostet natürlich Kraft, die kostet irgendwie Energie. Und deswegen ist die Gegenseite davon halt eben auch viel zu machen, was dann eben meiner Erholung, meiner Regeneration, meiner Entspannung eben dient. Und deswegen ist es halt so, dass es ein fester Bestandteil meines Lebens ist, dass ich halt praktisch jeden Tag Sport mache, meistens sogar zweimal, so eine kleine Frühsportsession und dann nochmal abends Krafttraining. Und da habe ich auch mein letztes Buch drüber geschrieben. Also mit mein letztes meine ich nicht, dass ich danach keine mehr schreibe, sondern mein neuestes, ja, minimalistisches Krafttraining zu Hause. Das ist das Letzte, was ich veröffentlicht habe. Jetzt schreibe ich gerade an einem Buch, wo es ja, vielmehr um Philosophie und Non-Dualität geht. Aber das letzte Buch, was ich veröffentlicht habe, war eben minimalistisches Krafttraining zu Hause. Und da beschreibe ich genau, wie ich eben dieses ganze Training super gut in meinen Alltag integrieren konnte. Früher war das bei mir ganz anders. Da habe ich erst in einem Verein und dann halt in einem privaten Gym trainiert, also was immer auch mit Fahrzeit und so verbunden war. Und ich habe da halt sehr so Powerlifting-lastig trainiert. Und jetzt habe ich halt dann über die Jahre dann mein Training umgestellt zu, ja, minimalistischem Krafttraining zu Hause. Ich bin aber nach meinem eigenen Erleben und Empfinden heute viel fitter und viel stärker als damals, als ich noch im Gym trainiert habe. Nicht, weil Training im Gym scheiße ist, nein, sondern weil ich gelernt habe, meinen Körper immer besser zu verstehen und immer genauer und präziser zu werden halt, ne? Mit dem, was ich eben im Training dann tatsächlich auch mache. Das könnte ich auch in einem Gym machen, aber ich brauche es halt nicht. Und hier zu Hause, das ist für mich einfacher, weil ich mir dann die ganze Fahrzeit und ja, den Weg halt spare. Ne? So, aber was ich sagen will ist, es gibt quasi vier Elemente, die fester Bestandteil meines Alltags sind, die es mir überhaupt ermöglichen, dieses ganze Arbeitspensum von Bank, Vermietung, Bücherschreiben überhaupt zu bewältigen. Und das ist halt einmal, wie gesagt, der Sport, das Training. Es ist die Ruhe, also das Ausruhen im Sinne von Schlafen und Meditieren. Ja, wenn ich meditiere, dann ist das mühelose Meditation oder auch subjektive Meditation genannt. Ich fokussiere oder konzentriere mich also dabei nicht, sondern ich defokussiere, ich dekonzentriere, ich entspanne mich dabei. Also mein Meditieren ist relativ nahe dran am Schlafen, ne? Deswegen fasse ich das zusammen unter Ruhe, ne? Also dass ich halt wirklich auf 8 Stunden Ruhe am Tag komme, ja? Wenn man eben den Schlaf plus die Meditation zusammenrechnet, ne? Kommt da jetzt nicht auf die Minute drauf an, aber so als Grundsatz mal, ne? So, also ne, Training, Meditation, zwei wichtige Bestandteile, ne, meines Alltags, damit ich es überhaupt alles, ja, damit es mir dabei eben auch gut geht und ich das nicht eben als Grind und Kampf alles nur mal empfinde, ne? Und dann eben gute Ernährung, das ist bei mir vor allen Dingen einfach darauf zu achten, 2 Gramm Protein pro Kilogramm Zielgewicht zu essen, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt 85 Kilo wiegen möchte, dann esse ich halt 170 Gramm Protein am Tag, ne? Und da die meisten Lebensmittel, die viel Protein haben, relativ gesunde Lebensmittel sind, ist so dieses Thema gesunde Ernährung damit dann in der Praxis zu einem gewissen Grad schon erschlagen eigentlich. Also für mich ist das eigentlich so, wenn ich konsequent auf meinen Proteinkonsum achte, dann ist das Thema Ernährung eigentlich abgehakt, da passt das. Weil dann hast du eigentlich gar nicht also ich habe dann gar nicht den Hunger, den Appetit, noch irgendwelches Junkfood in mich reinzuschaufeln im Regelfall. Ne? Deswegen ist das dann eigentlich ein Selbstläufer. Ne?
So. Bin aber auch jetzt kein Bodybuilder oder so. Ich achte jetzt auch nicht darauf. Ich muss jetzt auch keinen super niedrigen Körperfettanteil haben. Ich will einfach nur gesund und stark und fit sein. Darum geht es mir halt, ne? So. Aber natürlich beeinflusst Ernährung auch halt einfach, wie es dir geht, ne? Auch dein mentales Wohlbefinden und dein Stoffwechsel und alles halt, ne? Also beeinflusst dich insgesamt halt. So. Also, ne, da haben wir das Training, da haben wir die Ruhe, da haben wir die Ernährung und dann haben wir eben noch als viertes Element aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz entscheidend, damit es dir dauerhaft gut geht und du über viele Jahre hinweg eben ja, dein Geschäftsmodell, deinen Lebensstil eben pflegen kannst und immer von Jahr zu Jahr weiter aufleveln kannst, weitere Erfolge verbuchen kannst und einfach ein immer schöneres, immer glücklicheres Leben aufbauen kannst, das Leben immer mehr genießen kannst. Ist ganz wichtig, der Flow, also Flow-Zustände zu haben. Und diese Flow-Zustände, da haben ja die Menschen unterschiedliche Zugänge zu. Und ich glaube, für ganz viele Menschen ist es halt so, dass die, also einer der verbreitetsten, häufigsten Zugänge in Flow-Zustände ist leider ein sehr toxischer Zugang in den Flow, nämlich das ist der Alkoholkonsum. Ja, also man könnte sagen, besoffen zu sein ist sozusagen eine toxische Version von im Flow sein. Ja? Und so ging das, also ich habe auch früher insbesondere in meinen 20ern, sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Und weil ich auch keinen anderen, ich kannte nur zwei Möglichkeiten, in den Flow-Zustand zu kommen. Entweder mich beim Sport richtig doll anzustrengen oder mich zu betrinken. Und es war natürlich gut, dass ich durch den Sport schon einen gesunden Zugang in den Flow hatte, aber der andere war halt, der Alkohol war halt beziehungsweise wäre immer noch, wenn ich das wieder machen würde, ein toxischer Weg in den Flow. Und deswegen ist es so wichtig, Wege zu finden, individuell, die für dich funktionieren, die dich halt in den Flow bringen, die halt keine negativen Nebenwirkungen haben. Bei mir ist das ganz besonders, insbesondere das Schreiben. Das heißt, immer wenn ich schreibe, dann komme ich fast immer in den Flow. Das heißt, dieser ganze Prozess, der dann auch zu den Buchveröffentlichungen führt, ist bei mir zu, sagen wir mal, 80% auch ein Flow-Prozess. Das heißt, in dem Moment, wo ich schreibe, bin ich nicht nur produktiv, sondern ich tue mir auch was Gutes, weil diese Flow-Zustände halt so heilsam sind, so gesund sind. Und wenn du jetzt eben für dich vielleicht einen ganz anderen Kanal findest, bei dir ist es dann vielleicht nicht das Schreiben, sondern das Whatever, das Malen oder das Singen oder, ist ganz egal. Aber wichtig ist, Sachen zu finden, Aktivitäten zu finden, die dich zuverlässig in den Flow bringen, ohne negative Nebeneffekte, wie sie eben zum Beispiel durch den Alkohol ja bekanntermaßen entstehen. Aber man könnte sagen, ne, um das nochmal vielleicht deutlicher zu machen, Flow-Zustände sind einfach nur gesunde Rauschzustände. Ne? Deswegen auch, man spricht ja auch vom Tanzrausch. Ne? So, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ein Tanzrausch, wenn der eben nicht mit einem Alkoholrausch korrespondiert, ist ja auch ein gesunder Rausch. Ne? Also Flow-Zustände sind Rauschzustände. Die Frage ist immer nur, sprechen wir von gesunden oder von toxischen Rausch- bzw. Flow-Zuständen? Ne? So, auf jeden Fall, das ist das vierte Element, der Flow, ne? Und es ist eben das körperliche Training, die gute Ernährung, die Ruhe, also der Schlaf und die Meditation und der Flow, ne? Das sind diese vier Elemente, die eben langfristig für einen hohen Energiepegel und für Gesundheit sorgen. Und das ist halt das Fundament, auf dem du dann halt auch ein Geschäftsmodell bzw. einen Lebensstil aufbauen kannst, der dich halt eben Jahr für Jahr reicher macht. Und nicht nur finanziell reicher macht, sondern dein ganzes Leben immer reicher macht. An schönen Erfahrungen, reicher an schönen Erlebnissen und. Ne? Genau, das ist es im Wesentlichen. Danke für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis bald.